Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ja, jetzt denkt ihr, der Rainer ist ja schon wieder da. Der war doch erst vor 2 Tagen auf Sendung mit seinem Talkgast Lukas Kneip. Ja, ich bin schon wieder da. Und das hat einen ganz guten Grund. Heute hat eine ganz liebe Freundin von mir Geburtstag, die ihr alle kennt. Es ist die Jutta Steinbrück. Und meine beste Freundin Jutta vergesse ich nicht. Liebe Jutta, zu deinem heutigen Geburtstag wünsche ich dir alles, alles Gute und für dein neues Lebensjahr viel Erfolg und Gesundheit. Und zu deinem Ehrentag heute habe ich aus eigener Feder ein Gedicht geschrieben und möchte es dir jetzt vortragen. Liebe Jutta, das große Glück, noch klein zu sein, sieht Rainers liebe Jutta gar nicht ein. Und sie möchte das Junggewehr schon 16 oder 17 wär. Doch dann mit 18 denkt die Jutta halt, wer über 20 ist, ist alt. Kaum ist die 20 grad geschafft, erscheint die 30 reisenhaft. Und an die 40, welche Wende? Die 50 gilt beinahe als Ende. Doch nach der 50 peu à peu schaut man das Ende in die Höhe. Die 60 scheint jetzt ganz passabel und erst die 70 miserabel. Mit 70 aber hofft man still, ich werde 80, so Gott will. Wer dann die 80 überlebt, zielsicher nach der 90 strebt. Dort angelangt, zählt man geschwind die Leute, die noch übrig sind. Liebe Jutta, du hast schon einiges erlebt, doch du hast tapfer alles ertragen, ohne jemals zu verzagen. Zu deinem 55. Geburtstag hast du nur das Beste verdient, denn Gutes bleibt nicht ungerühmt. Liebe Jutta, was ich und meine Redaktion für dich machen, das kommt von Herzen und aus Überzeugung. Wir wünschen dir alles Gute für deinen Geburtstag heute und für dein neues Lebensjahr. Das wünscht dir dein Michael, das wünscht dir deine Melita und das wünscht dir dein Freund Rainer. Liebe Jutta, bleib so, wie du bist. Wir lieben dich. Dein Rainer.